Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Angespielt-Reihe von Subsistence. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Habe ich irgendwo eine Anzeige, welcher Tag heute ist? Hab gerade keine Ahnung. Aber es ist definitiv gerade mal der Abend vom ersten Tag. Und irgendwie habe ich zwar gespeichert, als es dunkel war, aber als ich reingeladen habe, war es wieder ein bisschen heller. Das soll nun nicht so schlimm sein. Jetzt kommt aber die Nacht und ich glaube, ich schaue mal eben, ob ich irgendwie was machen kann. Sowas wie ein Bett. So, ich stehe hier immer noch. Ich habe gerade alles mal durchgeschaut. Aber irgendwie finde ich kein Bett. Kann sein, dass man hier noch irgendwelche Sachen freischaltet, wenn man irgendetwas baut. Ich habe auch keine Ahnung. Perfekt. Das ist auch ausgegangen. Okay. Das bedeutet, ich mache heute Nacht, was liegt hier eigentlich? Okay, das sind ein paar Erze. Ich friere. Okay. Also muss ich in der Nähe des Feuers bleiben. Ich habe keinen Anzünder. Oh je. Dafür benötige ich Fasern. Ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, hier einfach so in der Nacht rumzulaufen und Fasern zu sammeln. Aber das mache ich mal eben. Muss nur mal eben überlegen, da oben war ein Bär. Also renne ich mal hier in... Okay, ich renne nirgendwo hin. Okay, ich werde erfrieren. Also sollte ich mich beeilen. Ich sollte vielleicht auch über den Fluss springen, nicht in den Fluss. Ja, das wird doch eine komplett entspannte... Oh shit, Wolf. Komplett entspannte Folge. Ich habe aber auch ohne Kiste. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man am ersten Tag sich schon irgendwie komplett einbauen kann. Also wie einem das gelingen soll. Ich brauche noch ein paar Fasern, bitte, Spiel. Einfach gar nichts gerade in der Nähe, ne? Okay, und meine Gesundheit verabschiedet sich. Okay, ich versuche eben schnell durchlauf irgendwie noch an ein paar Fasern zu kommen. Und wir sehen uns spätestens, wenn ich tot bin. Sollte dieser Fall eintreffen. Okay, jetzt bin ich hier ganz Richtung Bär gelaufen und habe endlich ein paar Fasern gefunden. Diese Büsche sind halt in der Nacht noch schwieriger voneinander zu unterscheiden. Jetzt schnell zurück und dann eben den Feuerstarter herstellen. Nein, ich habe nicht genug Fasern. So ein Mist. Okay. Dann versuche ich es eben auf der anderen Seite. Okay, wenn das mal nicht in letzter Sekunde ist, falls ich überhaupt überlebe, mal schauen. Was ich definitiv gleich... Boah, ich habe Streichhölzer. Das sehe ich jetzt erst. Damit hätte ich das Feuer entzünden können, glaube ich. Direkt mal ausprobieren. Ja, perfekt. Okay, ich friere schon mal nicht mehr. Habe ich noch irgendwie was zu futtern?
Das kann man essen. Könnte sein, dass die Sonne schon wieder aufgeht. Okay, die Nacht ist schon mal nicht besonders lang. Es war sehr interessant, diese Erfahrung. Aber nochmal muss ich die nicht machen. Mal schauen. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie... Ich muss halt noch mehr Kisten suchen, ne? Ich glaube, das war der Grund, warum ich ursprünglich nicht mehr so viel weitergespielt habe, das Game. Weil, ja, viel einfach davon abhängig ist, dass man diese Kisten hier auf dieser ganzen Karte suchen muss. Am Anfang zumindest. Ich weiß nicht, wie es später dann ist, ne? Einmal sind ja Ärzte und sowas jetzt auch dazugekommen. Judy, ich regeneriere mich ein wenig. Ich habe hier noch so Kräuter. Schade, die kann ich leider... Ah, Zutat. Zu Kochrezepten. Also, ich würde sagen, eine Kiste mit ein wenig Holz da drin wäre gar nicht mal so schlecht. Da vorne ist der Wolf, der kommt leider gefährlich nah. Allerdings würde der mir auch was zu futtern geben. Halt die Frage, wie gut kann ich dealen mit dem Ding? Okay, ich habe ihn scheinbar von hier gar nicht getroffen. Das kann gut sein oder schlecht. Ich glaube, der kommt halt sowieso bald in die Nähe. Ich habe 48. Okay, das ist keine gute Ausgangsposition. Mal eben schauen, ob ich mich regeneriere. Ich warte einfach mal einen Augenblick. Ansonsten müsste ich nochmal runter und ein bisschen Seegras holen. Allerdings sollte ich da vielleicht warten, bis die Sonne aufgeht. Damit es noch ein wenig wärmer ist. Also bis sie hier hinter dem Berg aufgegangen ist. Und ich glaube, ich werde mich sowieso um diesen Wolf kümmern müssen. Dann hole ich mir vielleicht erstmal was zu futtern. Als das denn wieder gespawnt ist hier, der Kram. Wäre halt mega ärgerlich, wenn nicht. Da ist schon wieder eine Muschel. Aber kein Seegras bislang. Sehr rar, diese Ressource irgendwie. Da vorne kann ich was einsammeln. Okay. Also, hier werde ich nicht fündig. Hoppala, bitte auftauchen. Junge Dame. Was ist das eigentlich? Metall oder so, ne? Daraus kann man sich wahrscheinlich später... selber Nägel herstellen oder so. Ja gut. Ich glaube, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach jetzt hier die Gegend nochmal abzuklappern, in der Hoffnung, dass hier Kisten gespawnt sind, wo ich noch ein bisschen Material herbekomme. Okay, und dann mache ich das mal eben, aber halt im Schnelldurchlauf. Ja, ich regeneriere mich wohl selber, aber es dauert halt auch einfach eine Ewigkeit. Da vorne sehe ich eine Kiste. Okay, meine Energie regeneriert sich auch langsam. Das ist ja super. Es ist halt so krass, wie wenig Fasern man hier bekommt. Von dem ganzen Kram hier. Okay, da war schon mal eine Beere drin, die werde ich mir mal gönnen. Und ein Wurm zum Angeln oder so. Ja, diese Dinger hier, das sieht doch aus wie Eisenerz oder so. Perfekt. Das mache ich dann wieder hier in dem Gebiet, wo ich in der letzten Folge schon war.
Und die bekommt dann einfach nur die Sachen mit, die ich eingesammelt habe. Es sei denn, ich werde angegriffen oder so. Okay, ich glaube, so weit hier oben war ich bislang noch gar nicht. Aber ich glaube, ich habe hier ein paar Fasern entdeckt. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas anderes Schönes, außer den Tod. Oh, Kacke, ein Wolf. Oh, shit. Moment mal, das sind doch Fasern hier. Okay, habe ich ein Glück, dass der Wolf mich nicht schon auf dem Schirm hatte. Da vorne sehe ich einen Bär in der Ferne. Die sehe ich teilweise besser aus der Ferne, als wenn ich näher rangehe. Weil dann spawnen nämlich auch die Büsche und Bäume. Okay. Weiter geht die Suche. Ach, das sind die Heilkräuter. Diese grünen hier. Okay, verstehe. Wo ist eigentlich meine Hütte? Okay, irgendwie haben die Wölfe und der Bär ein wenig die Plätze getauscht. Was gar nicht mal so schön ist. Sammle 100 Fasern. Ja, ich frage mich nur, wo die hin sind. Die ganzen Fasern, die ich gesammelt habe. Okay, da ist noch ein Bär. Das ist ein Schwarzbär. Da hinten ein Braunbär. Das ist doch schön. Da vorne sind Fasern. Mal gucken, ob der Bär so freundlich ist und umdreht. Der hat nämlich ein bisschen mehr Leben als der Wolf. Ich glaube, ich kann hier einmal außen rumlaufen. Ansonsten finde ich wahrscheinlich nicht besonders viel. Hey, und das mache ich jetzt einfach den ganzen Tag über. Bevor ich dann nachts am Feuer rumstehen muss. Vielleicht kann ich dann noch das eine oder andere bauen. Mal hier oben. Nachschauen. Hier haben wir definitiv eine schöne Aussicht. Und noch eine Kiste. Mit Nägeln, perfekt. Kann ich mir schon mal eine Truhe machen. So, und dann würde ich mich, obwohl, die kann ich, glaube ich, noch gut Ausschau halten. Häschen. Nee, ich schleiche mich hier runter. Ja, und suche hier einfach noch ein bisschen. Hey, und ich habe keine Ahnung, wie ich das mit dem Zusammengeschneide mache. So ganz genau, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich versuche es definitiv ein wenig zusammenzuschneiden. Das Gerenne. Da oben ist, glaube ich, schon wieder ein Bär. War das ein Bär? Ich glaube, ja. Boah, diese Schritte, ne? Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Gar nicht mal so schön. Oh, ich bin... Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich glaube, diese Location, die kenne ich sogar. Oh, schade. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich, glaube ich, lieber da unten hingezogen. Aber nun ist auch egal. Ich glaube, da waren auch Banditen, bin ich mir nicht sicher. Aber gegen die bin ich definitiv noch nicht gewappnet. Bin da halt auch gerade so wenig, ne? Okay, da vorne ist schon mal meine Hütte. Und hier irgendwo ist hier auch gerade ein Bär rumgelaufen, den ich gerade mal wieder nicht sehen kann. Okay, da ist ein Bär. Aber hier hinten war, glaube ich, auch noch einer. Ich laufe jetzt trotzdem noch einmal um den See und guck mal, ob hier irgendwelche Kisten gespawnt sind.
Auch wenn ich gerade komplett am Verhungern bin. Okay, ich glaube, ich habe eine Kiste entdeckt. Okay, dafür benötige ich einen Dietrich. Das ist ärgerlich. Oh, ich verhungere. Das ist aber gar nicht so schön. Ach du Herrje, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Habe ich das hier überlebt? Um zu verhungern, dann muss ich mal eben gucken, ob der Wolf da ist. Dann muss ich mir den eben holen. Ja, das geht auch deutlich schneller, glaube ich, mit dem Verhungern. Oh, shit. Ich bin tot. Ja, so hätte die ganze Nummer natürlich auch ausgehen können. Alter, ich habe dem gerade mal so wenig abgezogen. Das ist ja echt heftig. Wiederkehren. Ja, letzter Spielstand. Nö, ich will natürlich wiederkehren. Das Problem ist an der ganzen Nummer. Ja, ich habe erstens kaum noch was im Inventar. Gut, ich habe keinen Hunger mehr, aber da, wo ich gestorben bin, das ist am der Welt, oder? Da hinten. Oje, oje. Okay, das bedeutet, also ein gutes hat die Sache eventuell. Und zwar kann ich halt jetzt noch mehr Loot sammeln. Aber wisst ihr was? Ich kehre zurück. Okay, jetzt habe ich auch wieder Muni. Ja, mal gucken, was ich unterwegs finde. Hoffentlich nicht nochmal den Tod. Muss ja irgendwie so krass vorbeigeschossen haben. Ja, ich hätte mir mal lieber ein Hühnchen organisieren sollen, ne? Das wäre besser gewesen. Da ist noch ein Wolf. Okay, Wildschweine. Ja, wir sehen uns dann wieder zurück bei der Base und die Nummer aber im Schnelldurchlauf. Okay, ich habe immer noch ein ganzes Stück vor mir, aber habe gerade diese super schöne Location gefunden und wollte sie einfach nur eben mit euch genießen. Okay, und dann weiter Richtung Base erstmal. Chili, da ist ein Bär, ich muss außen rum. Ich sehe meine halbe Hütte. Yay! Ich habe es geschafft. Okay, dann werde ich zumindest schon mal hier speichern und dann hätte ich halt nicht so viel schon gesammelt, hätte ich theoretisch auch meinen Spielstand laden können, ne? Okay, erstmal gucken, ob der Wolf noch da ist, denn der muss natürlich dran glauben.
Aber jetzt zum Beispiel, wo ich zurück bin, dann könnte man ja eventuell einfach den Spielstand laden. Da würde nicht so viel Fortschritt verloren gehen. Oh. Nicht schon wieder. Ich habe da so ein Déjà-vu. Okay. Also. Ich blute. Das ist doch schön. Soll einen Ball nutzen. Ich werde leider wahrscheinlich gleich verbluten. Weil ich keine Ahnung habe. Ich muss gleich mal gucken, wie ich mir einen Verband mache. Vielleicht bekomme ich das ja noch hin. Oder vielleicht habe ich sogar einen Verband in meinem Inventar. Mal schauen. Wasche die Hände um Infektionen. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Hoppala, da war es ganz kurz hier. Oder habe ich mich jetzt einfach schon gewaschen? Boah, wie schlecht die hier einfach hochkommt, ne? Okay, ich bräuchte zweimal Stoff, den habe ich nicht. Obwohl, ich guck mal eben, ob ich. Ich könnte ja mein Loot wieder mitnehmen, ob da eventuell Stoff drin war, aber weiß ich gar nicht. Und wahrscheinlich bin ich bis dahin auch schon verblutet. Aber okay. Nee, habe ich auch leider nicht. Das ist doch super. Ich glaube, ich blute auch nicht mehr. Ich regeneriere mich. Okay, das Spiel ist ganz schön knackig. Ich werde mich mal hier hinstellen. Dann werde ich speichern. Und dann mal eben schauen, wie lange diese Aufnahme eigentlich schon läuft. Okay, ich musste leider, um zu schauen, wegen der Aufnahme, eben das Spiel beenden, also nachdem ich gespeichert habe. Denn ich kann wohl, wie es aussieht, nicht ins Windows irgendwie. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So, die beiden Sachen. Was ist denn das hier? Ach, das ist Fett. Okay. Kann ich das irgendwie teilen? Dann brutze ich mir erstmal ein Stückchen Fleisch und dann mal gucken, was ich hier noch herstellen kann. Muss definitiv immer aufpassen, dass ich ein so ein Feuerzünder-Kit hier am Start habe. Schon irgendwelche Samen eingesammelt, die brauche ich aber eigentlich gar nicht. Okay, und das Gute ist natürlich, ich habe jetzt ein paar Nägel gesammelt. Würde hier wahrscheinlich irgendwie noch was hinbekommen. Bin jetzt aber echt einfach am Überlegen, ob ich mich hier einfach einbauen soll für die Nacht. Mal schauen. Erstmal warte ich auf mein Essen. Okay, halb gar sollte reichen, oder? Und ich glaube, ich brauche das Feuer gar nicht ausmachen. Ich glaube, das Holz ist einfach grundsätzlich verbraucht. Kann das sein? Dann trinke ich lieber, esse einen Apfel und das hier. Okay, perfekt. Geht mir richtig gut. Gegartes Essen verbessert Gesundheits- und Ausdauerwerte. So, wie fülle ich jetzt hier? Vollwertige Gerichte geben spürbar größere Werteschübe, ja. Okay, einfach ans Wasser stellen und die Taste drücken, wo das drinnen liegt. Oh, ich glaube, ich sehe eine Kiste. Und die Fasern sind auch alle wieder da. Das ist aber schön. Muss man dafür also einmal sterben? Das ist eine Munitionskiste, die nehme ich. Okay, und wir halten mal fest, der Wolf gibt ganz genau ein Stückchen Fleisch, das mich, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal einen Tag am Leben hält. Okay, dann koche ich noch eben hier das Wasser ab und schau mal,
dass ich mir hier schon mal eine Lagerkiste herstelle. Dafür benötige ich Bauwerk. Da werde ich dann auch solche Sachen hier schon mal reinpacken. Damit ich das einfach sammeln kann schon mal. Kann halt auch sein, dass mir trotzdem kalt ist in der Nacht, selbst wenn ich mich hier zubauen würde. So, mal eben mein Wasser rausholen. Habe ich die Kiste noch gar nicht hergestellt? Nee, sieht nicht so aus. Hey, dann benötige ich auch wieder Bretter. Dafür muss ich wieder Holz sammeln erstmal. Und das Ding soll ich mir auch noch herstellen. Ich glaube, das ist auch so mit das Einzige irgendwie, was hier wichtig ist. Holzpfeile benötigen Federn und Stöcke. Ja, also brauche ich mir jetzt auch gar nicht so schnell den Bogen erstmal herstellen. Die Kiste kommt erstmal direkt hier hin und da packe ich dann erstmal diesen Kram hier rüber. Das brauche ich, glaube ich. Die Kräuter, damit kann ich nur was kochen. Okay, und was dann jetzt wirklich super wäre, ist, wenn ich es hinbekomme, mir eine Fischreuse zu machen. Das ist vielleicht nochmal so eine Sache, die ich jetzt versuche, denn dann würde ich hoffentlich regelmäßig Fisch bekommen. Ja, und dann ist der Tag auch schon gelaufen. Und ich habe halt dadurch, dass ich diesen weiten Weg zurücklaufen musste, keine Ahnung, wie lang die Folge ist, aber mal gucken, die Fischreuse sollte ja eigentlich noch hinhauen. Ich muss auch gleich wieder zurück zum Feuer. So, Fischreuse kann gebaut werden. Und ich brauche bestimmt diesen Wurm oder diese Made, die ich eingesammelt habe. Jetzt muss ich mich beeilen. Hey, und dann werde ich mich einfach gleich verabschieden. So, pack die da rein und dann schnell raus. Hoppala, sonst friere ich nämlich noch mehr. Eben das Feuer anschmeißen und dann, hey, ist auch egal, wie lang oder kurz diese Folge ist. Dann mache ich hier Feierabend. Ist halt auch heftig, dass der Anzünder dann jedes Mal weg ist, ne? Das ist schon krass. Also, dass dieses Kit nicht irgendwie länger hält. Und jetzt werde ich mich aber erstmal von euch verabschieden. Oh, oh, Bär. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.